Und last but not least. Tomb Raider 2. Auch hier muss ich mal den Preis wegknibbeln. Habe ich 5 Euro für bezahlt. Tomb Raider 2. Wundervolles Spiel in seiner Zeit. Rauf und runter gespielt. Riesiger Lara Croft-Fan. Ich liebe es. Vielleicht sogar mein liebster Teil der alten Reihe. Richtig gut. Und ja, es ist ein Klassiker. Ich bin froh, dass es jetzt auch das Remake davon gibt oder Remaster. Richtig gut. Und auch hier ist ein Booklet dabei, wo man die wunderhübsche Lara sieht. Lucky Luke, das nächste Spiel hier. Ich habe da ganz gute Erinnerungen dran. Ist eine komische Collection hier, die Comic Star Collection. Ne? Also ich finde immer, das macht Spiele echt hässlich, diese Kollektion. Aber nun gut, ich hab's halt. Das war ein nettes Spiel. Das war so ein 2,5D-Plattformer, der hat Spaß gemacht. Aber ich habe da jetzt keine starken Emotionen dran. Ist eigentlich aber auch so ein vergessenes Spiel von mir. Ich hab's zwar im Regal und ich hab's damals gespielt, aber irgendwie vergesse ich es ständig. Und bin immer ganz erstaunt, wenn ich es dann wieder in meinen Händen habe. Hier hat jemand aber das Spiel sehr gut gepflegt. Booklet im super Zustand und auch die CD. Also da hat jemand wirklich gut auf seinen Besitz Acht gegeben. Und auch ein schönes Booklet, muss ich sagen. Ja, das hat was. Auch so ein vergessenes Ding, Celebrity Deathmatch. Erinnert euch, war das MTV? Ja, war auf MTV, ne? Da hat man Stars gegeneinander antreten lassen in einem brutalen Match. Waren natürlich alles Knetfiguren und das war ordentlich, ging ordentlich zur Sache. Das Spiel ist noch nicht in meiner PlayStation gelandet, aber werde ich auch nochmal nachholen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Knet-Look gut getroffen wurde im Spiel, also das damals, die Technik war, glaube ich, damals noch nicht so weit. Trotzdem könnte das mal einen Blick wert sein. Booklet ist dabei. Ja, aber tatsächlich, naja, immerhin hat man hier die Figuren. Marilyn Manson ist dabei. Cleo. Carmen Electra. Mr. T. Ja, Mr. T ist gut. Ich finde, Mr. T gehört in sein Spiel. Busta Rhymes. Tommy Lee. Mhm. Nick Diamond, Johnny Gomez. Achso, das sind die Moderatoren, oder? Oh, noch mehr. Das Alien, Frankenstein, Werwolf. Aha, ja. Okay, überschaubare Riege an Kämpfern. ODT. Weiß gerade nicht, wofür die Abkürzung steht. Escape or Die Trying. Ja, ist ein Action-Adventure. Ich glaube, das ist besser, als dieses schlichte Logo vermuten lassen könnte. Was ist vielleicht sogar eine Art Rollenspiel? Eine einzigartige Mischung aus Rollenspiel und Action-Adventure. Klingt interessant. 4 Charakterklassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kampftechniken. Ja gut, ich sag mal, das kann man sicherlich machen. Müsste ich mir auch nochmal anschauen. Time Commando. Ich würde mal sagen, einer meiner Herzensspiele für die PlayStation 1. Es ist schon ordentlicher Trash. Also im Grunde hat man hier ein Action-Adventure, so ein bisschen, naja, mit festen Kameraperspektiven, hat so eine Tanksteuerung und wir bewegen uns durch die Zeit. Ja, dieser Typ hier sind wir und unsere Aufgabe ist vorzugsweise den hiesigen Bewohnern und der Tierwelt 1 auf die 12 zu geben. Super bizarr, sieht seltsam aus, aber macht richtig viel Spaß, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat. Also das Kämpfen an sich sieht so behäbig aus und merkwürdig. Trotzdem hat es einen gewissen Reiz gehabt und ich habe es vor einiger Zeit nochmal gespielt und ja, ich war gut unterhalten, sage ich mal. Ich war wirklich gut unterhalten und auch wenn die Steuerung graus ist, macht sie durchaus Spaß. Es ist eine ganz bizarre Mischung aus Frust und Lust, sage ich mal, die dieses Spiel hier in sich trägt. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr mal was Besonderes spielen wollt. Ja? Ich meine, das Booklet hier ist nicht so besonders, aber Time Commando, ein echter Geheimtipp. In Cold Blood, Adventure, habe ich noch nicht gespielt, muss ich nachholen. Und wenn ich jetzt hier gerade sehe, Revelation Software, ja, die Schöpfer von Baphomets Fluch haben diese Spiele gemacht, dann muss ich das natürlich spielen. Dann muss ich das natürlich nachholen und das werde ich auch tun. Ja, mal gucken. Ich habe auch keine Ahnung, worum es da geht. Was steht da? Ein spannender Film-Noir-Thriller. Perfekt. Eigentlich mein Genre. Komisch, dass ich es bis jetzt noch nicht gespielt habe. Leider
ist diese Hülle hier ein bisschen defekt. Aber immerhin liegt das Booklet anbei. Theme Park World. Habe ich wahnsinnig viel Spaß mit gehabt. Wundervoll, eines der schönsten Bullfrog-Spiele, die es gibt. Und auch auf der PlayStation 1 konnte man das ganz gut spielen. Hat Spaß gemacht, auch wenn ich die PC-Version damals besessen habe und die auch vorziehen würde. Trotzdem sehr schönes, buntes Aufbauspiel und ich mag's. Also es gab halt auch strittige Stimmen, ja, diese 3D-Perspektive und so weiter, die mochte nicht jeder, aber ich für meinen Teil war da wirklich fein mit. War und ist ein super Spiel. Mal ein Booklet dabei, mal gucken, wie es aussieht. Boah, das ist ein bisschen enttäuschend hier, ne? Da könnte ich mir, hätte ich mir mehr von gewünscht. Vor allen Dingen in bunt wäre gut gewesen. Rainbow Six. Ich wollte schon Siege sagen, so ein Quatsch. Lone Wolf, Tom Clancy. Keine Ahnung, wo ich das her hab. Ich habe es noch nicht gespielt. Es ist halt so ein Tom Clancy-Spiel. Sieht nach einem Ego-Shooter aus. Könnte Spaß machen. Allerdings, so alte Ego-Shooter auf der PlayStation 1 können auch schnell mal eine echte Herausforderung sein. Vor allen Dingen für die Nerven. Ja. Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich habe es nicht gespielt. Ich war zu cool für Harry Potter damals. Heute sage ich mir, och, ich glaube, das können wir mal machen. Vielleicht machen wir das auch mal. Wäre für mich so ein Weihnachtsding irgendwie. Ich hätte Lust. Und das soll auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht sein. Wobei man auch sagen muss, dass es da so viele unterschiedlichste Harry Potter Spiele gibt mit unterschiedlichsten Versionen. Da muss man schon genauer hingucken, dass man auch einen guten Teil erwischt. Jetzt eines meiner absoluten Lieblingsspiele für die PlayStation 1. Leider. Und das bereue ich sehr. Ich weiß nicht mehr, wo ich es habe. Ich hatte das Original Silent Hill aus Amerika importieren lassen. Das war eine andere Hülle. Die Amerikaner haben halt normale CD-Hüllen. Aber ich finde es nicht mehr. Es ist irgendwo beim Umzug verschollen gegangen. Richtig schlimm. Aber ich habe mir die Platinum Edition nochmal geholt. Ist jetzt hier die deutsche Version. Wird wahrscheinlich geschnitten sein. Aber ist okay. Ist okay. Ich glaube, bei Silent Hill, da müssen wir jetzt auch nicht so viele Worte verlieren. Sollte jedem von euch ein Begriff sein. Ich freue mich über ein sehr umfangreiches Booklet. Oh, das ist schön, oder? Das ist doch mal... Wow, okay, da steckt Liebe drin. Da wurde sich richtig Mühe gegeben. Das ist ja schon fast ein kleines Kunstwerk hier. Ja, so ein Spiel, was man vielleicht nicht unbedingt haben möchte und muss, ist Vampire Hunter. Vielleicht ist es aber auch ein echter Spielspaßgarant, keine Ahnung. Ich meine, ich habe es damals mal angezockt, aber bin jetzt nicht so weit gekommen oder wollte nicht so weit kommen. Ich wundere mich, dass wir eine Freigabe ab 12 haben. Bei der Thematik ist das eher unüblich, behaupte ich mal. Aber ich kann jetzt da auch gerade nicht so viel zu sagen. Ich meine, ist glaube ich so eine Anime-Geschichte, ne? Vampire Hunter. Ich stecke da nicht so drin in der Materie. Booklet. Aber auch nicht so spektakulär. Das soll eines der schlechtesten Spiele überhaupt sein. Ja, The Crow, City of Angels. 3D Fighting with a Vengeance. Was auch immer das genau für uns bedeuten soll. Ich habe damals gelesen, dass es furchtbar ist. Ein ganz grausames Spiel. Ob dem so ist, davon werde ich mich nochmal selbst überzeugen. Wir haben hier die 18er Freigabe. Wir haben hier aufreizende Szenen. Eigentlich steht da einem launigen Spieleabend doch nichts im Wege. Gran Turismo. The Real Driving Simulator. Und tatsächlich kann man das so sagen. Das war für damalige Verhältnisse extrem realistisch. Da die ganzen Führerscheine zu machen, war für mich aber schon ein Graus. Aber an und für sich war es natürlich ein beeindruckendes Spiel, auch von seiner grafischen Leistung her, von der Art, wie da die Autos sich bewegten. Also der Simulationsgehalt war auf jeden Fall gegeben. Und ich meine, die Reihe, die gibt es bis heute. Braucht man, glaube ich, auch nicht so viel noch drüber zu reden. Ich sehe nur gerade, die Fun Generation hat 10 von 10 Punkten gegeben. 10 von 10. Ja, wer das wohl war? Alles in Silber. Und
das Booklet. Ist normal, sage ich mal. Vergessene Welt. Jurassic Park. Muss ich ein bisschen aufpassen, dass mir das hier nicht auseinanderfällt, denn dieses Spiel ist doch auch wieder sehr ramponiert. Ich habe es mir damals gekauft, also nicht diese Version, aber eine Version und war enttäuscht. Ich war enttäuscht, weil das Spiel ein leichter Blender ist. Also das erste Level sieht super aus und dann, ja, dann wird die grafische Qualität immer weiter nach hinten gerückt. Und das Spiel verliert sich so ein bisschen in Beliebigkeit. Also das ist wirklich kein gutes Spiel gewesen. Ich hatte meinen Spaß damit, aber eher gezwungenermaßen. Ich habe mir dann halt die Elemente rausgesucht, via Cheatcode, die mir Spaß gemacht haben und alles andere einfach ignoriert. Also das sah halt hinten so gut aus und dann gab es halt wirklich Level, die nicht mal im Ansatz an dieses 3D-mäßige Gefühl heranreichten, wollte ich sagen. Ja, war schade. Ein Wunderpunkt für mich heute noch. Fußball wieder. Noch ein Fußball. FIFA 96. Leider habe ich nur den 96er und den 99er. Ne? Aber nicht meinen geliebten 98er. Müsste ich mir vielleicht nochmal nachholen. Aber ja, gut. Es ist ein FIFA-Soccer 96. Und es ist wahnsinnig schwer, weil wow, hier. Das ist mit Abstand die dickste Anleitung. Wahnsinn. So viel Papier für so viel Schrift und Sprache. Aber zumindest für jeden eine Erklärung dabei. Dann habe ich nochmal einen Tomb Raider. Und zwar den vierten Teil. The Last Revelation. War ein Weihnachtsgeschenk. War nicht so schön. Ist halt die Geschichte, wie Laras Freunde über Lara sprechen. Und dann springt man in verschiedene Erinnerungsfragmente, beziehungsweise man erlebt Lara in unterschiedlichsten Abschnitten ihres Lebens, was eigentlich cool sein könnte, aber ich habe hier so die Erinnerung daran, dass es nicht so gut gewesen ist. Ich war dann relativ schnell gelangweilt, wobei vielleicht lag es auch daran, dass wir die letzten Jahre halt mit Tomb Raider Spielen zugebombt wurden. Hi, hallo Lara. Und da war das Ganze schon ein bisschen drüber. Aber man muss sagen, hier, ne, auch schön in Farbe gehalten, mit dem Bild dabei. Das sieht doch ganz gut. Das sieht doch ganz gut aus. Ja. Dann habe ich noch Final Fantasy VII in der US-Version. Ich werde mir noch die deutsche nachkaufen, weil das ist die, die ich besessen habe. Die habe ich jetzt hier übergangsweise stehen. Ist auch leider in einem etwas ramponierteren Zustand. Habe ich so bekommen. Ach, das tut mir dann wirklich ein bisschen weh. Auch hier mit dem Aufkleber, der so ein bisschen abgeknibbelt wurde. Also, wie gesagt, es ist nicht meine. Aber Final Fantasy VII, ne, so grundsätzlich das Spiel für die PlayStation 1, mein absolutes Lieblingsspiel bis heute. Was soll ich sagen? Es ist ein Meisterwerk. Und es ist schön, zumindest dieses Exemplar hier zu haben, auch wenn ich Final Fantasy VII gefühlt für sämtliche Plattformen besitze. Ja, ein Muss für jeden PlayStation-Besitzer. Das war der vorerst letzte Teil meiner PlayStation 1-Sammlung. Jetzt heißt es erstmal neue Spiele anschaffen und ja, wenn es sich ergibt, wird die Reihe natürlich fortgesetzt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß damit. Wenn dem so ist, gern Daumen nach oben da lassen oder, wenn noch nicht getan, diesen Kanal abonnieren. Das wäre wie immer ganz fantastisch. Ansonsten schaut gerne mal hier, da gibt's die vorigen Teile meiner Sammlung. Schaut da auch gerne mal rein und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.